Kann ich hier, komme ich von hier aus da oben ran? Ich würde fast sagen, nein, aber irgendwie dann doch. Gut, so, Kamera, Probleme. Hm, schön, egal. Geht ja auch trotzdem irgendwie so. Ist hier noch was? Nee. Jetzt will ich mein Pferd aber nicht auf dem Heuhaufen da oben stehen lassen, weil das wäre gemein. Komm. Komm, mein kleines Hottehü. Heute gibt's mal keine Pferdesalami. Nee, nee. Dat. Wir bewundern jetzt einfach mal die ästhetische Wirkung, die so ein Pferd auf einen normalen Menschen entfalten kann. Und freuen uns darüber, dass wir hier so ein bisschen Galopp-Galopp machen können. Ja, ja. Galopp, 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 Galopp. Nebenbei können wir die ganze Zeit noch diesen Superbau hier vervollständigen, ne? Oder auch nicht. 40.000 für den Bahnhof. Ja, nee, ist klar. Baut euch den Bahnhof doch selber. Finanziert das doch aus Steuergeldern. Jetzt mal ehrlich. Was ist denn das hier? Also, das kann doch nicht sein. Bin ich jetzt... Ja, tatsächlich, ich bin hier richtig. Da-dap, 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 da-dap. Ich bin ein einsamer Cowboy. Ich reite hier entlang. Das finde ich belanglos. Das reimt sich alles nicht. Ich höre jetzt auf. Ich springe. Wow. Hui. Ich hätte auch die Brücke nehmen können. Aber sowas viel cooler. Hallo. Ich habe von irgendwo da oben ein Grunzen gehört. Also entweder ist eins der Schweine auf die Brücke geklettert oder der Bewohner hat eine selten komische Lache. Grunz, Grunz, Grunz. Ja, ja. Und jetzt haben wir auch tatsächlich die richtige Fähigkeit dazu. Weil wir waren hier schon mal bei der Burg. Ich erinnere mich so ganz dunkel dran. Wo wir nicht schon überall waren, das ist so wunderbar. Jetzt haben wir diese coole Fähigkeit. Jetzt können wir so viele Dinge machen. Theoretisch. Oder wir können es einfach sein lassen. Vorsichtig, wenn du da hochkletterst. Und lande auf was Weichem, wenn du fällst. Okay, Frank, ich ziel dann auf deinen Kopf. Schon komisch, wie weich der ist. Mein Arzt sagt, ich soll immer einen Helm tragen. Ja, okay. Dab, 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 Frankie, ich mag dich. Denn du bist irgendwie eine grundehrliche Person. Wie kriege ich dich jetzt wieder runter? Schubsen? Finde einen Apfel und eine Banane, um das Schwein aufzuwecken. Warum gerade einen Apfel und eine Banane? Wäre doch viel lustiger, wenn wir die Kanone dort benutzen würden, oder? Und dann so BABOOM! Und wir schießen das Schwein dann rüber zum Bauernhof. Da wird schon funktionieren. Ja, ja, das Schwein, das hält das aus. Das ein stabiles Schwein ist das. Das ist ein Bergschwein. Jawohl. Die sind dafür prädestiniert, aus Kanonen geschossen zu werden. Ja. Ein Bergschwein, kein Burgschwein. Blups, blups. Boink, boink. Lass mich raten. Hier an diesem Baum wachsen... Was? Ach, das soll ein Äpfel sein. Du hast einen Apfel gefunden. Bring ihn zum Schweinetrog. Okay. Hier. So. Schön, schön, schön. Eine weitere Schubkarre. Verdammt. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Halt, nee, Moment. Doch, ist euer Ernst. Weil ich habe immer noch die... Nein, habe ich nicht. Warum habe ich nicht die richtige Farbe? Ich könnte so kotzen. Hey, doch, das ist tatsächlich eine Schweinchenkanone. Oh, und ich mache noch Lust, Witze drüber. Ich bin so ein... Nee. Es ist eine Schweinchenkanone. Die Schweinchenkanone des Glücks. Jetzt haben wir in der Theorie alle Schubkarren, glaube ich, gefunden. Sofern das... Doch, das wird noch zusammenhängen. Zusammenzählen und so. Aber das ist voll doof, dass ich hier so... Ne, dass es so kompliziert ist. Hätte ich bloß die blaue Farbe mitgenommen. Nicht die gelbe. Egal. So, wo wachsen jetzt Bananen? Natürlich wachsen sie immer dort, wo sie der Sonne am nächsten sein können. Sprich, irgendwo hier oben. Jawohl. Denn, wie wir feststellen, ist das hier richtig? Wo muss ich jetzt hin? Hoffentlich ist das richtig. Hoffentlich komme ich auch wieder zurück. Wir haben über 3 Millionen Stats jetzt schon. Es ist der Wahnsinn. So viel können wir nie im Leben ausgeben. Super Hühner gleiten. Es hat wirklich was von Zelda. Zelda Twilight Princess. Das Hühnchenspiel. Oh, hier können wir uns teleportatieren. Irgendwie so. Teleschnupsen. Blups, 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 blups.
Haha, jetzt haben wir eine Palme. Und Bananen. Und Bananen sind wichtig. Jawohl. Und jetzt teleportieren wir uns mit der Banane zurück zur Burg, hoffe ich. Tatsächlich. Haha, genau. Und mit der Banane des Glücks können wir hoffentlich erstmal das Schweinchen wiederfinden. Dankeschön. Mit der Banane des Glücks können wir jetzt den Futtertrog bestücken. Und jetzt dem Schweinchen sagen, oink, oink. Naja, Grunz, Grunz. So. Ah, und dann Schweinchen hier rein. Was? Schweinchen darf nicht mal essen? Schweinchen will essen. Schweinchen will essen. Ja, ja, okay, dann. So. Aha. So. Ab dafür. Flop. Oh Gott. Drücke A, um die Schweine... Ich weiß jetzt nicht, ob ich das wirklich gutheißen kann. Irgendwie erscheint mir das sehr, sehr falsch. Auch wie das Schweinchen da hängt. Oh Gott. Boinki, boinki, boink. Grunz, grunz. Ja. Wie hast du das geschafft? Hab es aus einer Kanone gefeuert. Und als nächstes können Schweine fliegen. Moment mal. Kontrollpunkt abgeschlossen. Schön. Freigeschaltet. Parcours. Hübsch. Brauchen wir nicht. Wollen wir nicht. Blöd. Und so weiter. Und so fort. Kapitel 10. Zurück am Fall. Ach nein, das ist doch herrlich. Hey, Jesse. Gut. Interesse an einem Job? Klar doch. Solange ich dabei keine Tiere reiten muss. Da muss ich dich enttäuschen. Es ist Teil der Sache. Echt? Um was geht's denn? Ein Bekannter möchte, dass der riesige Roboter T-Rex aus dem Museum geklaut wird. Ein Tyrannosaurus. Rex. Wer, will das bitte? Ein Privatkäufer. Vertrau mir. Du willst nicht wissen, wer es ist. Er wird langsam zu einer... Nun, wie auch immer. Sag einfach Bescheid, wenn du aus dem Museum raus bist. Alles klar, Winnie. So langsam aber sicher. Ellie, ich glaube, ich habe eine Spur im Fury-Fall. Im Bluebell Nationalpark? Nein. Winnie hat mich wegen eines Jobs im Museum angerufen. Soll einen Roboter-T-Rex klauen. Okay. Wenn mein Onkel fragt, wo du bist, regle ich die Sache schon. Danke. Und sag dem Chief besser noch nichts, okay? Sicher. Mhm. Also ich glaube, wir können mittlerweile davon ausgehen, dass bestimmt... Ja, perfekt! Du hast nicht zufällig meine Schweine gesehen? Die ich zusammengetrieben habe? Ah, ja! Hab mich einmal umgedreht und zack, waren sie alle weg! Sind wohl schon in Lego City. Wenn du Ausschau nach ihnen halten würdest, wäre das sehr nett. Besteht auch keine Eile. Okay, Mr. Hayes. Wunderbar! Wenn du eins findest, steck es einfach in die nächste Schweinekanone, damit es hierher gefeuert wird. Okay. Okay, wir können uns in Farmarbeiter Bob verwandeln. Wir können uns, ne? Wir können uns als Farmarbeiter Bob verkleiden. Was haben wir denn jetzt bisher alles schon geklaut? Wir haben einen Edelstein geklaut, wir haben einen Mondbuggy geklaut und als nächstes sollen wir einen Roboter-T-Rex klauen. Und das Ganze hat irgendwas mit einem Masterplan von Rex Fury zu tun. Das... Ja. Ne? Das wird irgendwie sicherlich Sinn ergeben. Bestimmt. Bestimmt wird es das irgendwie... Ja... Ganz, ganz, ganz bestimmt. Ist hier irgendwas drin, was ich bräuchte? Da oben ist in jedem Fall wieder so eine komische Marke. Blups. Aha, hier ist ein Tresor. Und in diesem Tresor befindet sich... irgendwas Großartiges. Nö. Ich glaube, hier war ich auch schon, oder? Das kommt mir gerade so bekannt vor. Ich würde gerne da nach oben. Ach so, kann ich nicht... Kann ich nicht als Farmer jetzt eigentlich... Ja, so halb. Wenn ich ein bisschen höher stehen würde, dann könnte ich da definitiv rauf. Aber so im Moment glaube ich nee. Naja, sieht nicht. Sieht nicht so gut aus. Okay, gut. Ja. Jetzt wird es also so weitergehen, indem wir eben Holzfäller-Blockhaus für 30.000.
Bauen wir einfach mal. Was soll's? Keine Ahnung. Unsere eigene Holzfällerhütte. Die wird schon zu irgendwas Nütze sein. Hoffe ich zumindest mal. Hier können wir irgendwann mehr Natalia hinziehen. Und ein wunderbares Leben als Holzfäller führen. Oder so. Ja, ja. Sie geht Holz hacken. Und ich kümmere mich um die Hütte oder irgend sowas in der Art. Naja, das erscheint mir wie die angemessene Arbeitsteilung. Hey, wir leben im 21. Jahrhundert, also ist von daher. Angepasstes Rollenbild. Freigeschaltet! Holzfäller! Lebt denn der alte Holzfäller noch? Holzfäller noch? Holzfäller noch? Oh, wir können die ganze Hütte gelb färben. Das ist ja schön. Sie glänzt zu gülden. In der Sonne. Nein, sie glänzt wirklich gülden und nicht nur in der Sonne. Da. Hier kann man nach oben klettern. Das ist schön, weil jetzt komme ich hier rüber und jetzt kann ich hier eine Fähigkeit noch nicht einsetzen. Diese Fähigkeit ist gesperrt. Du hast Pech gehabt. Du hast fast keine Supersteine mehr. Du bist am Arsch. Du musst eindeutig eine Pause einlegen. Weil das jetzt irgendwie besser wäre. Ja, ich halte es definitiv für eine gute Idee, jetzt einfach mal eine Pause einzulegen von Lego City Undercover. Und dann kann ich auch selber mal wieder ein bisschen runterkommen. Und ich sehe überall nur Stats, alles Stats dieser Welt. Alles meine, alles mein. Ich muss alles haben. Der Hering muss erstmal wieder so ein ganz klein bisschen wieder normal werden. Und vor allem bald in die Stadt zurückkehren. Ich glaube, die Landluft, die tut mir nicht gut. Nee, ich muss in die Stadt zurück, in die harte Wirklichkeit. Ich muss Rex Fury schnappen und vor allem muss ich auf einem großen Robo-T-Rex durch die Gegend laufen. Weil das klingt halbwegs so, als könnte es einigermaßen interessant werden. Ich glaube, da werdet ihr mir in der Hinsicht sicherlich ein ganz, ganz, ganz klein wenig beipflichten. So oder so ähnlich. Gut, ich war der Herringray. Das war ganz viel Lego City Undercover. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Und ich sag dann an der Stelle jetzt einfach mal Tschö mit Ö. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald.